Sache ist schon mal vorgetragen, deshalb gehe ich schnell darüber. Man hat untersucht Nil 1, Worgen und Rudor. Nil 1, hat man gesagt, ist nicht realisierbar. Sowohl der Verlagerung minder nutzender Firmen wie auch der zusätzlich möglichen Flächenantrag stimmt unüberwindliche Hindernisse entgegen. Seite 130 von 33 taucht dieses Ding auf und das hat praktisch das ganze Hafenkonzept gedreht. Das heißt, Worringen kam eh nicht in Frage, es war zu groß, zu teuer. Blieb also am Ende nur Godorf über. Da hatte man eh kein Problem mit Mieternutzen, man machte ja einen neuen Hafen. Man hatte eine bessere Einbindung in Kölner Süden, das ist okay, bessere Verteilung der Verkehre. Aber das Problem war damals auch klar, die Umwidmung der 15 Hektar Naturschutzgebiet wird Ärger machen mit der Bevölkerung. So, das war dann das Ergebnis. Also, die Hindernisse waren frei erfunden. Sie erinnern sich noch an die Tabelle, die kennen Sie schon von früher. Hier ist 89, also 88 kam das Hafenkonzept raus, wurde vom Rat verabschiedet. Und seither sind sage und schreibe 135.000 Quadratmeter umgenutzt worden für Container. Wenn man weiß, dass ein Fußballfeld ungefähr 7.000 Quadratmeter hat, dann sind das ungefähr 20 Fußballfelder, das heißt in 20 Jahren ist jedes Jahr ein Fußballfeld umgenutzt worden, im Hafen Nil. 88 hieß es noch, das geht nicht, das gibt unüberwindliche Hindernisse. Das ist unglaublich, man erstellt ein Hafenkonzept für Köln, das wird vom Rat verabschiedet. Dann macht die HGK einfach, was sie will und nutzt halt um, ja, sie braucht das Jahr die Fläche. Und das Dumme ist, von den Ratsmitgliedern oder von der Verwaltung hat sich offensichtlich keiner mal im Hafen blicken lassen und geguckt, was passiert da eigentlich wirklich. Also sie haben eigentlich ihre Kontrollpflichten auch nicht erfüllt. So, die unerwünschten Hindernisse hatten ihren Zweck erfüllt und das ist das wirklich Tragische an der Geschichte. Der Rat hatte sich an das Hafenkonzept in Godorf gebunden. Das war letztlich für alle Ratsmitglieder immer wieder die Begründung, warum man an Godorf nicht mehr vorbeikommt. Also das war die Weichenstellung nach Godorf und die war, wie gesagt, ziemlich. So, das ist die Fläche, die dann inzwischen umgenutzt worden ist. Das ist ja nicht wenig, das ist etwa ein Drittel von Nil. Und das alles trotz unüberwindlicher Hindernisse. Zurück. Jetzt habe ich irgendwas eingeschlagen.